So, Freunde der Sonne, jetzt geht's wieder los, da ist sie wieder. Die CVO Rotlight 121. Und ich mache mich jetzt auf den Weg nach Prag. Leider viel zu spät, wie immer. Ich habe ja hier wieder tausend andere Sachen gemacht. Ja, tausend andere Sachen gemacht, aber jetzt geht's ab. Also muss ich sehen, dass ich loskomme. Also, see you. Alter. Unfassbar. Nun bin ich mit 0 Kilometern an der Tankstelle angekommen. Auf der letzten Rille. Das war jetzt sowas. Was eine Scheiße. Oh. Alter, auf den letzten Kilometer komme ich hier an. Viel zu spät hier heute. Scheiß geht wieder nicht. Leute. Das glaubst du ja bald nicht mehr. Alter, was ich jetzt wieder gemacht habe, du. Also ich bin fast liegen geblieben. Ich hab das ja eben. So, was ich jetzt wieder gemacht habe, du, ich bin eben fast liegen geblieben, weil ich. Alter, irgendwie mit den Tankstellen habe ich das ja, du. Oh. Da kommt ja keine Tankstelle, du. Da kannst du alles eingeben. Wenn keine Tankstelle da ist, dann kommt auch in der Navi keine. Scheiße. So, jetzt muss ich mal wieder links, glaube ich. Wo ist denn die Navi jetzt abgeblieben? So. So, getankt habe ich. So, was ist jetzt hier mit Navi? Mich da nicht drauf gedrückt. Ach ja. Na, jetzt hat er ihn. Das kann auch eine Fahrt werden jetzt hier. Alter, da bleibe ich da fast liegen, nur. Wie blöd ist das denn schon wieder, nur? Jetzt habe ich eine Stunde hier an der Tankstelle gesucht. Da zeigt er mir eine Tankstelle an. Ich glaube hier. Ich weiß nicht wo jetzt, ehrlich gesagt. Und die war dann auf dem Flughafengelände. Abgesperrt, abgeriegelt. Da kommst du gar nicht ran. Also was ein Dreck. Also wieso zeigt er mir hier Tankstellen an die ich gar nicht rankomme? Boah. Ja, dann war die und dann steht da schon alles auf Null hier. Boah. Aber jetzt habe ich 410 Kilometer Reichweite. Guck dir das mal an, Alter. Ja, weil ich natürlich die letzten Meter eben gerollt bin. Ja, aber 400, das ist schon schaffbar. Wenn du jetzt 8, also 100 fährst, glaube ich auf jeden Fall. Und 120 habe ich ja so 380 gehabt. Reichweite. Oh, jetzt fahre ich ja wohl in die Stadt rein, oder was? Alter. Oh Mann, doch. Hier war doch aber irgendwo die Autobahn. Wo bin ich denn hier eigentlich überhaupt? Habe ich hier schon die Grenze? Bin ich schon über die Grenze? Ah, ich bin Frankfurt, ne? Ja. Alles klar. Alter, das ist eine gefährliche Stadt hier. So, was ist hier los? Warum fährst du nicht einfach? Die bremsen doch alle. Fahr doch einfach. Mann, fahr los, dann biegt ab, Dussel. Mann. Ach, ja. Pizzeria, Restaurants. So direkt gegenüber von der Bahnlinie. Da ist der Flughafen, glaube ich, dahinter. Ich weiß gar nicht, in was für ein Viertel ich jetzt hier bin. Das scheint ja aber viel Leben zu sein. So, na, nochmal einen Schlenker machen, du Dussel. Mann, du kannst doch kein Auto fahren. Alter, manche Leute. Du. Ja, hoffentlich bin ich jetzt auf dem richtigen Weg, aber die zeigen mir ja beide den richtigen Weg an.
Da ist noch eine Tankstelle. Jetzt kommt die Tankstelle, eine nach der anderen. Ich glaube das nicht, du. Ich war natürlich zu geizig, sonst wäre es ja nicht passiert. Ich wollte nicht an der Autobahntankstelle anhalten. Ich fahre ja sonst generell immer so zum Autohof oder eben mal kurz runter. Und kurz runter kam nichts. Und es kam nichts und es kam immer noch nichts und es kam irgendwie gar nichts. Und dann stand ich da. Dann war ja diese Flughafentankstelle, wo nur die Lufthansa tankt. Da kam ich nicht ran. Ja, nun stecke ich hier immer noch irgendwo in Frankfurt. Scheiß, und komm hier nicht weg. Frankfurt Flughafen. Alter. So komm, hü. Hü, Mann. Ich meine, die fahren auf die Schnellstraße rauf, ne? Irgendwie. Ja, ohne Blinker rüber, los. Ah. Übt ja wohl noch, du Mann. Ah, ja. Oh. Hoffentlich bin ich jetzt auch in der richtigen Windrichtung unterwegs. Scheint ja noch alles gut zu sein hier. Fahren wir doch mal vorbei hier. Ah, nee, ich muss auch runter. Ich muss da runter. Ach du Scheiße. Oder? Nee, da muss ich noch gar nicht hin. Scheiße, wo muss ich denn jetzt hin? Warte mal, da? Nee, ein weiter. Ach, Scheiße hier. Ein weiter muss ich runter. Dieser Scheiße, ich bin schon wieder am Flughafen. Alter, jetzt bin ich schon wieder am Flug. Fahre ich jetzt auch? Ich muss da rechts. Dachte schon, der bringt mich hier in die andere Richtung wieder. Alter. Also hier, wenn ich in so einer Stadt leben würde, hätte ich eh jeden zweiten Tag einen Herzinfarkt. Hier mit den ganzen Verrückten hier, die alle kein Auto fahren können. Gut, jetzt eben war ich auch nicht so elegant, aber... Alter. Jetzt bin ich doch wohl in der Spur, oder? Ja, das sieht doch gut aus. Frankfurt, ich habe noch nichts gesehen hier. Aber das wird schon klappen. Mal gucken, was da jetzt alles dran steht. Ja, Würzburg, das ist so die Richtung jetzt. Das sind, glaube ich, auch noch 200 Kilometer. Wenn ich mich nicht irre. Oder 180 oder so. Vielleicht ein bisschen weniger. Egal. Vorwärts! Ja, und es wird wieder windig. Ja, das ist hier so, Frankfurt Flughafen ist da so ein bisschen der Geruch von der weiten Welt. Also von hier haben ja auch schon viele meine Reisen begonnen. Oder eben halt auch wieder nach Hause. Ne? Das ging dann auch von hier auf der So, jetzt muss ich mal sehen, das wird ja spät heute Abend. Vor 11 bin ich ja gar nicht im Hotel. Dann wird das nichts mehr mit den Harley Days. Dann bin ich ja bestimmt müde. Dann werde ich morgen dahin fahren, schön ausgeruht nach dem Frühstück. Na, dann werde ich jetzt mal los. Weiter, Timestamp. So, Leute. Ihr glaubt ja nicht, was ich eben gesehen habe. Jetzt werde ich noch mal kurz warten. Ob ich den noch mal sehe. Da habe ich eben was überholt. Ich weiß auch nicht, ob das schon dekadent ist. Mal sehen, ob der gleiche kommt. Das habe ich noch nicht gesehen, sowas. Und zwar, ich will euch nicht so auf die Folter spannen. Aber das war ein Camper. Ich warte jetzt mal auf den Camper. Was der da hinten dran hatte, so quer angehängt, wo andere ein Fahrrad haben, der ist vielleicht abgebogen. Der war es auch nicht. War schon ein großer Camper. Du brauchst ja schon eine gewisse Größe für manche Dinge, die du so mal mitnehmen willst. Da ist er. Du brauchst schon Concorde-Camper. Alter, das habe ich doch nicht gesehen. Alter, dafür habe ich jetzt extra mal angehalten.
weiß ja nicht, wo der hinfährt. Prag oder Prag, noch ist er ja auf der gleichen Richtung hier. Ich war, habt ihr das gesehen, was da hinten dranhängen hat? War das ein Belgier? Da geht er gleich rüber hier. Da wäre ich ja genau dahinter. Aber er geht nicht rüber. Schade. Ja, dann, ich weiß ja nicht, ob ihr das eben gesehen habt, aber das ist ja, das ist dekadent, finde ich. Wo ist er denn jetzt? Da hinten ist er. Alter, das ist doch dekadent, oder? Ich finde das ja geil, Alter. Du musst ja nur die richtigen Ideen haben. Alter, ich habe doch noch nie gesehen, dass irgendeine den Panamerika hinten ranhängt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch alle seht hier. Ja. Der hat ja tatsächlich eine Panamerika hinten ran genagelt. Das ist ein Niederländer, oder? Alter, wie geil ist denn das? Das ist. Den zeige ich jetzt erstmal. Ja, das ist ein Niederländer. Das ist ja wohl geil, Alter. Panamerika. Concorde mit einem dicken Concorde los und Panamerika hinten dran. Das ist ja wohl geil. Ich schmeiß mich weg. Alter, das ist ja wohl, also, da soll mal einer sagen, Autobahnfahren ist langweilig. Was ich hier schon alles zu sehen gekriegt habe. Ja, naja, also der wird auch irgendwie seinen Spaß machen. Das ist doch mir scheißegal, wie die Leute sich das machen da. Der wird nicht, der macht sich doch da jetzt einen Lauf. Ich verstehe auch, wo ich auch die Panamerika überall sehe. Der war ja auch schon ein bisschen älter dahinter, sein Komfortlenker. Also wo du die Panamerika nicht überall wiederfindest, ich bin immer wieder überrascht. Das Herdes war ja eher billig noch. Langer Bart, den ziehst du überall drauf, aber nicht auf der Panamerika. Und er fährt Panamerika und freut sich, findet das Ding richtig geil. Und da kann ich, das kann ich auch nur, also naja, das sind so die Dinge, die erfahren, da müsst ihr auch selber mal gucken, wer mit solchen Dingern da unterwegs ist. Also Wahnsinn. Und alle grinsen, weil das Ding natürlich abgeht wie ein Flugzeug, wenn du mal Bock hast, ne? Und wenn nicht, dann fährst du halt ruhig und entspannt. Ja, aber ich bin natürlich auch hier mit so einem Baby hier immer gut unterwegs. Das muss ja jeder so für sich machen, ne? Aber da hängt sich mal eben eine Panamerika hinten an die Concorde. Oder an den Concorde. Die Concorde wäre ja dann mit Macht 2 hier durch die Gegend fliegen. So, ja, dann kann ich jetzt ja auch weiterfahren. Schief, wie geil ist das. Ja, und das sind nach Würzburg im Übrigen ja auch nur noch 100 Kilometer. Also ich hatte mich eben weit verschätzt. Also los, weiter geht's. Ja, ich bin gerade eben über die Grenze gefahren, Tschechei, und bin ja auf dem Weg nach Prag. So, haben schon wieder anziehen. So, jetzt sitzt und passt und wackelt alles hier. Ja, ich bin ja auf dem Weg nach Prag immer noch. Dann weiß ich ja wieder, wie spät das ist, 21.10 Uhr. Das muss auch richtig warm sein. Ich habe jetzt ja CarPlay laufen und dann sind die Widgets ja weg. Ja, ist auch zu laut. Aber ich wollte mal kurz, vielleicht mal kurz sagen, wie das hier gerade läuft. Ich habe vor Nacht noch einmal getankt. Und jetzt bin ich hier bei der MGM. Ich denke mal, so ein Viertel nach 10 oder halb 11 werde ich irgendwann nach dem Keller kommen. Oh. Weiter. Jetzt bin ich in Prag. Zack und in Prag. Ja, das ging ja irgendwie doch fix. Das ist heute auch alles Express hier. Also wie ich das jetzt gemacht habe, weiß ich auch nicht. Also Prag ist schon eine schöne Stadt, ne? Vielleicht fahre ich auch noch mal in die City rein jetzt. Aber zum Event fahre ich heute nicht mehr. Das ist zu spät. Was soll ich da jetzt noch um 22.16 Uhr haben wir jetzt. Also 15.10 Uhr, das ist 8. Ich brauche auch, jetzt muss ich noch einchecken und alles. Die denken nachher noch, ich komme gar nicht. Aber eventuell fahre ich nochmal zu die Stadt. Da werde ich jetzt mal gleich entscheiden. Ich muss mal sehen, wo ich hier eigentlich reinkomme, hier in die City. Da ist die City vor mir. Prag. Ja, man sieht natürlich nicht viel. Nur die ganzen Lampen überall. Alter, der mit seiner CVO da hinten auf dem Trailer drauf.
Der fährt mit dem Ding 130. Das ist auch nicht normal. Jo, das ist Prag. Das ist ja nicht mein erstes Mal. Ich glaube, die haben hier auch überall diese Distanzmessung. Das zeigt er mir hier oben auch so an. Meine Durchschnittsgeschwindigkeit. Ist auch scheiße alles. Kannst ja gar nicht richtig fahren hier. Da muss ja echt aber aufpassen hier. Park Hardy Days. Ja. Ach so, warte mal. Eine Brücke, aber ich glaube, da war die Altstadt, ne? Oh, ich habe grün. Ich fahre erstmal, ist egal. Ja. Ja, doch, das ist eine schöne Stadt. Aber jetzt, so eine Brücke und so ist natürlich cool, aber. So diese alten Gebäude, ne? Normalerweise ist das jetzt schon eine richtige Zeit, weil die jetzt ja auch alle schön beleuchtet sind. Und dann machen wir noch mal eine kleine Stadtrundfahrt, oder? Ich habe nur noch keine Orientierung. Weiß noch nicht so genau, wo ich bin. Auf jeden Fall bin ich auf dem Weg zu den Prag Harley Days. Da wollte ich jetzt ja erst gar nicht hin. Morgen erst. Aber ich muss mal sehen, wo diese Citystraße ist. Also normalerweise, wenn man vom Event kommt und immer geradeaus fährt, dann kommst du voll in die City reingefahren. Und ich habe leider gar keine Ahnung, von welcher Seite. Ich bin irgendwie, glaube ich, von Westen reingekommen. Normal komme ich ja immer von Norden reingefahren. Und jetzt weiß ich irgendwie gar nicht, wo ich bin. Ich sehe auch keine alten Gebäude hier. Oder warte mal. Nee, das. Na, wir werden sehen. Ah. Hier ist mein Hotel. Das sind die Prag Harley Days, aber in die andere Richtung. Ja, und die Altstadt auch. Da bin ich verkehrt. Dann ist egal, dann fahre ich jetzt erstmal ins Hotel. Das ist dann jetzt interessanter. Oder? Das sind die Prag Harley Days sind auch da hinten. Ich bin doch nicht doof. Ich bin doch letztes Mal mit der Straßenbahn. Ja, mal aufpassen, mit der bin ich da lang, da hinten lang. Da muss ich jetzt ja theoretisch auch schon an den Abbieger vorbeigefahren sein zu den Prag Harley Days. Weil die sind jetzt von hier aus gesehen, glaube ich, da hinten irgendwo rechts. Und ist hinten links ist. Die Altstadt. Da will ich jetzt eigentlich hin. Genau, jetzt fahre ich hier über die Brücken rüber. So wie ich jetzt eben auch gefahren bin. Müssen wir gucken, Zentrum. Ich glaube links, genau. Jetzt habe ich die Orientierung wieder. Und da hinten rechts, ich glaube, da geht das zu den Harley Days. Ja, genau, über die Brücke rüber. Eigentlich nur rechts oder meine ich? Dann werde ich noch mal ein Foto schießen hier in der Stadt. Schönes Foto machen. Prag Harley Days? Es kommt hier schon wieder das Schild. Oder? Ja, doch, doch. Das geht hier durch und dann rechts. Genau. Hier rechts ist das. Und dann muss ich jetzt links. Ist das schon die Ausfahrt hier? Fahre ich jetzt mal links. Ich glaube, das ist der Weg in die Stadt. Ich glaube schon. Jetzt hier rum. Genau. Und jetzt immer geradeaus. Außer ich bin total verwirrt. Da stand schon die Rennleitung. Aber die sind also, ich sag mal, ich habe noch nichts Schlechtes gehört hier. Die Erfahrung, die ich mit denen gemacht habe, also ich habe noch gar keine mit denen gemacht, außer dass sie mir
für mich den Verkehr geregelt haben. Als da Stau war an der Kreuzung, da sind die kurzerhand mal vorgefahren, haben die Kreuzung geregelt, dass die Motorradfahrer da rausgekommen sind. Und zack war das erledigt mit dem Stau stehen. Die haben nur gesehen, dass die Biker da im Stau stehen und zack, da ging's los. Ja, wenn man sich vernünftig verhält, dann wird da auch nicht viel passieren, denke ich mal. Ich weiß das nicht so genau. Vielleicht hat ja schon mal irgendeine schlechte Erfahrung gemacht, aber ich jetzt noch nicht. Und das soll hoffentlich auch so bleiben. So. Ja, was machen die hier? Gar nichts. Ja, ja, genau, aber ich bin auf dem richtigen Weg. Da steht auch schon wieder die Polizei. Aber die regeln hier irgendwas. Naja, aber die machen schon Kontrollen. Also zumindest so Sprinter und so habe ich schon gesehen, dass sie die kontrollieren. Das ist ja auch vielleicht gar nicht verkehrt, ne? Aber in der Harley haben wir noch keine gesehen. Naja, um die Uhrzeit vielleicht auch nicht mehr hier. Sind alle am Feiern. Ja, hier ist der Bahnhof. Und ich würde gern zu dem Tschechischen Kunstmuseum, glaube ich. Hier geht es schon los. Vom Bahnhof. Das sind auch schon coole Motive hier. Da stehe ich nur, da kriegst du ja nur nichts Ordentliches zu machen hier. Und die ganzen Verkehrsschilder da. Old. Old muss ja irgendwas mit Transport zu tun haben. Oh, das Ding ist nicht beleuchtet. Scheiße. Das, da wollte ich her. Ja, das ist das Museum. Es ist aber nicht beleuchtet. Warum haben sie das denn nicht beleuchtet heute? Und hier habe ich schon ein geiles Bild gemacht, aber ohne Licht. Das ist natürlich ärgerlich jetzt. Warum? Schade, 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 schade. Na, dann drehe ich um, dann kann ich ja auch zum Hotel fahren. Ja, das ist hier so Prag. Verkehr geht eigentlich noch, obwohl wir es spät haben, ne? Ich will auch mal hier rumfahren. Und dann geht es da hinten wieder runter zum Bahnhof. Schade, da ist das Ding nicht beleuchtet, du. Das sieht total cool aus, das Teil. Da habe ich mal eine Streetlight ST 117 fotografiert. Total geiles Bild. Das hätte ich jetzt gerne mit der auch gemacht hier. Naja, find noch was anderes hier. Dann geht's jetzt zum Hotel. Wo ist denn das Schloss eigentlich? Das Schloss müsste da eigentlich da hinten links sein, irgendwo. Das sehen wir jetzt hier nicht. Also das gibt ja richtig schöne alte Gebäude. Da braucht man natürlich einen Plan. Nicht so wie ich immer hier, keine Ahnung von nichts. Und, aber ich war da ja schon überall. Aber schade, dass ich jetzt hier, so bei diesem Licht sieht es ja eigentlich toll aus. Ah ja, Latte. Vielleicht morgen Abend nochmal. Werde ich mal mit dem Kumpel hier rumfahren. Ich glaube, der kennt sich hier besser aus als ich. Das Ding ist auch nicht beleuchtet da drüben. Wo so da ein bisschen Eingang. Boah, was ist das denn jetzt? Was ist das? Hat der denn da? Das stinkt ja. Da kommen ja ganze Stücke raus. Das habe ich ja auch noch nicht gehabt. Der stickt hier bald. Oh. Alter, der kriegt gar keine Luft mehr hier. Was hat der denn da für Abgase gehabt? Da hinten, da ist die Burg. Da fahre ich jetzt aber auch nicht hin.
Da ist die Polizei. Ich fahre jetzt zum Hotel. Fertig. Mal gucken, ob da auch Taschenträger sind bei denen. Ach du, was hat der denn da bloß in dem rausgejagt aus dem Auto? Alter, das war ja eklig. Das hat ja richtig ätzend schon gewesen. Hauptsache, der kommt hier jetzt nicht wieder angefahren hier mit dem Ding. Doch. Was ist denn mit der A-Klasse hier? Oder B-Klasse oder was das ist hier? Oh. Ja, von dem Hotel bin ich letztes Mal mit der Straßenbahn reingefahren. Das mache ich auch gerne mal, dass ich mal mit der Bahn, Straßenbahn, alles, was es da so gibt, mal ein bisschen rumfahre. Weil du dann eigentlich so am besten die Leute, die Menschen kennenlernst, die so in der Stadt wohnen. Und dann kannst du auch, naja, das muss einen natürlich interessieren, ne? Aber das ist schon spannend, so. So, mal ein bisschen gucken. Naja, was da jetzt wirklich spannend ist, weiß ich auch nicht, aber also ich finde das schon interessant. Und das gibt da so, ich bin in den USA, New York bin ich mal. Mit dieser Underground, mit dieser S-Bahn da, Subway. Schön in die Bronx. Ich dachte, jetzt geht's mal voll drauf los. Ich bin ja mal ausgestiegen und dann mal. Ich wollte ja in diesen Pizzabude, zu dieser Pizzabude gehen da. Das habe ich natürlich nicht gefunden. Aber es war schon ein bisschen merkwürdig da. Also man muss schon ein bisschen aufpassen, das ist klar. Da liegt da mitunter liegt da mal irgendwie quer an einem Weg rum und so, wo er dann gerade mal wohnt. Ist schon anders als bei uns. Ne? Was auch cool war, war Rom. Rom hat ja auch so einen zentralen Bahnhof und dann geht das also sternförmig da so weg in alle Richtungen. Dann auch so dieses Treiben da mit den Menschen und so, das finde ich schon spannend. Ah, da hinten muss ich wieder rechts. Ja. Und mein Hotel hat eine Tiefgarage. Aber vielleicht erzähle ich das nicht, wo mein Hotel ist. Denn da will ich ja nächstes Jahr auch vielleicht noch wieder wohnen. Wenn das Ding nachher voll ist. Da hinten ist mein Hotel. Vielleicht sage ich, und da hinten fährt die Straßenbahn. Das hier ist die Straßenbahn, mit der ich gefahren bin. Müsste eigentlich ein gutes Zimmer haben. Ich habe eigentlich was Gutes gegönnt. Ist die Bar noch auf? Ja. Die hat noch auf, die Bar. So, lass mal da rein. Da sind wir. Da bin ich jetzt angekommen. Tiefgarage. Und die Biene hat mich wieder gut. Hat mich wieder gut von A nach B gebracht. Das war heute schon wieder ein mega geiler Ritt. Und ich muss jetzt erstmal sehen, dass ich hier meine ganzen Klamotten hier ins Hotel reingeschlagen kriege. Und das ist jetzt erstmal das nächste, was ich zu machen habe. Aber abpacken. Da. 6:07. Oh. Super. Erstmal die Karte runtergeschmissen. Wie denn das überhaupt? Aha. So. So. Und die ersten Sachen abladen. Und dann mal gucken. So. So ist es. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn hier Schönes.
Oh, da steht ja Wein, oder was? Ah, Blick in the City. Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Was er. Oh, Alter! Hier geht auch Licht direkt. Muss ich die Karte nirgends reinschieben, ne? Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Eine Bar habe ich. Da, hier kann ich ein bisschen arbeiten. Siehst du, also das hat sich gelohnt. Gutes Zimmer habe ich. Und was habe ich denn da für einen Wein? Oder was ist das? Ich trinke ja gar keinen Wein. Mello. Im Netto. Ja, gut. Schöne Tapete hier. Also das sieht ja schon mal richtig gut aus. Gucken wir uns mal das Bad an. Wein, Wasser, Kaffee, alles da. Hi. Doch, das geht. Sehr gut. Tiefgarage, kurze Wege. Bar hat leider schon. Na, die Bar, mir hat, glaube ich, jetzt gerade zugemacht. Was an, wie spät ist das? 23 Uhr. Ja, gut. Hätte ja vielleicht ein bisschen früher hier sein können. Musste ja erst noch in die Stadt fahren. Gut, aber das war der heutige Tag. Und morgen geht's weiter. Prag Harley Days 2024. Und ihr seid mit dabei. Ciao. Und nochmal ein Blick in die Stadt.